Schönen guten Tag wünschen wir Ihnen aus Hamburg. Wir möchten von der Metallorgie gerne heute eine Sequenz Ihnen zeigen, die hilfreich ist dafür, wenn ich viel online bin, also wenn ich sehr viel Bildschirmarbeit mache, wenn ich Zoom- und Skype-Konferenzen habe, wenn ich Homeoffice oder auch im Büro, wenn ich einfach merke, meine Vitalität wird, wie man umgangssprachlich sagt, abgefrühstückt. Ich fange an, mich nicht mehr so gut in mir verankert zu fühlen. Und wir möchten gerne eine Übung zur Vitalitätssteigerung, überhaupt mich zu merken als Ganzes, die ganze Gestalt umfasst. Und die hat als Hintergrund, ist inspiriert vom Kraftfeld L. Vom Kraftfeld L. Das steht hinter der Übung, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Gut. Diese Übung fängt so an, dass Sie, ich nehme immer den rechten Arm zuerst, Sie können aber auch links starten, das ist egal, aber ich fange immer mit dem an, also nicht wechseln, mit welchem fange ich an. Mein Arm ist hinter mir, so schräg unten hinter mir, und ich führe mit so wenig Muskelspannung wie möglich meinen Arm dreimal in einem Kreis herum. Meine Schulterblätter bleiben unten, auch wenn meine Arme hochgehen. Jetzt mache ich das gleich auf der anderen Seite. Ich beginne hinten, das ist wichtig, immer hinten unten beginnen oder schräg. Machen Sie das Gleiche nochmal, aber wissen Sie immer, wo Ihre Hand ist. Also ich fange hier an, meine rechte Hand, weil ich es ja mit der rechten Seite mache, ist da und ich merke, meine Hand ist jetzt hier. Wo ist sie? Dass ich meinen inneren Fokus immer auf meine Hand richte. Wo ist die gerade? Kommt sie in die Sichtbarkeit? Ist oben? Verschwindet nach hinten, ist hinten unten, kommt ein drittes Mal. Ich habe innerlich eine Verbindung zu meiner Hand. Das gleiche auf der anderen Seite. Wo ist meine Hand? Kommt aus dem Unsichtbaren, steigt auf, wird sichtbar. Verschwindet wieder, drittes Mal. Ja, wir machen es gleich noch einmal. Ich möchte nur vorweg sagen, Sie haben das auch gesehen, ich gucke nicht meiner Hand nach äußerlich und gehe mit dem Blick dahin, das zieht mich raus, sondern das ist mein innerer Blick, der dahin geht. Also ich habe eine achtsame Fokussierung da, wo meine Hand ist. Nicht ein physisches dem Nachschauen. Es macht einen sehr großen Unterschied. Gucken Sie, wie es mit Ihrer Schulter ist, ob sie es weiter weg, nah da, dass es Ihnen nicht wehtut. Ich mache das nochmal. Mein innerer Fokus ist auf die Hand. Von unten, bringt von hinten was mit, geht nach oben.
Wechsel. Ich fange an mit meiner ersten Seite. Es kommt und die andere Hand nimmt auf und vollendet das auf ihrer Seite. Greift unten wieder ein, die andere übernimmt. Und es ist ein flüssiges Übernehmen. Also ich muss nicht so machen, ich gebe dir was und mach weiter, sondern kommt und die geht in den Strom hinein und macht weiter. Jetzt nimmt die, greift, übergibt, geht weiter. Eingreifen, übergeben. Kommt Teil 2, nachher werden die zusammengefügt. Jetzt kommt Teil 2. Ich stehe auf dem einen, ganz leicht gebeugtes Knie, mein anderes Knie und meinen Kopf, Schulterbereich geht hoch und wieder runter. Einbeugen und gerade. Ich sage extra gerade. Ich beuge, das kann auch mal ein bisschen wackelig sein, das ist ein bisschen eine Übungssache. Und gerade, wenn mein Fuß das Gewicht hat, bin ich wieder gerade. Ich runde und gerade. Auch da, es geht nicht darum, wie hoch kriege ich mein Bein. Dann habe ich eine unglaublich starke Muskelspannung hier. Sondern ein weiches, prozesshaftes Runden. Geraden, einen runden, gerade. Zum Üben müssen Sie sich vielleicht festhalten, dass Sie sagen, naja, das wäre jetzt, würde wegrutschen, aber dass Sie sagen, Sie machen, ich halte mich erstmal, das muss man ein bisschen üben, das ist eine Gleichgewichtssache, aber meiner Erfahrung nach, mit, wenn ich das mit Menschen mache, es kommt, das ist einfach so. Und jetzt kombiniere ich das. Rechter Arm und rechtes Bein, das gehört zusammen. Also selbe Seite beginnt. Ich fange an wie mit den Armen. Das fängt an, der erste. Und jetzt geht der Strom wie unter meinem Oberschenkel durch. Der übernimmt. Und wenn der oben ist, ist mein Bein wieder aufgesetzt. Jetzt geht das unter der auf derselben Seite beim Oberschenkel durch. Runde, gerade. Ich runde, gerade. Es ist ganz hilfreich, mit dem Vorderfuß aufzusetzen. Dann haben Sie Abrollzeit, während Sie geraden, dass Sie nicht mit der Ferse aufsetzen. Dieses gleichmäßigen Prozess kommen, der ihre ganze Gestalt ergreift. Ich mache es jede Seite noch einmal. Und lassen das im Moment ankommen. Wo merke ich in meiner Gestalt überall innere Bewegung? Wie merke ich mich in diesem Bereich? Wie ist mein Atem? Vielleicht merke ich auch was in meinem Umraum, Umkreis hier. Wie ist mein leichte, schwere Verhältnis? Jetzt kommt noch ein extra Bonbon. Sie nehmen beide Arme. Jetzt können Sie nicht mehr wie unten drunter durch. Sie machen es jetzt wie vorm Knie. Sie sagen, Sie runden. Es rundet. Gerade. Und so weiter.
sage Ihnen Tschüss und machen Sie es gut.